Hallo und herzlich willkommen zu diesem Baubericht. Es ist diesmal die Trelleborg, eine Ostseefähre, die 1958 in Schweden gebaut wurde und bis 1977 auf der Strecke von Trelleborg nach Sassnitz eingesetzt wurde. In diesem Bericht zeige ich euch den Bausatz, den Bau selbst und zum Schluss das fertige Modell. Mit dem Bausatz hier beginne ich. Er besteht aus insgesamt 18 Bogen im Format DIN A4 und hat 28 Euro gekostet. Das Modell selbst ist im Maßstab von 1 zu 250 und ist gut 55 cm lang. Die ersten beiden Bogen beinhalten die Beschreibung des Modells und einer sehr guten Bildbauanleitung. Die übrigen 16 Bogen bestehen aus den Teilen für das Modell. Ich blättere einmal durch, damit ihr einen Eindruck davon bekommt. Beim Bau werde ich Bogen für Bogen dabei vorangehen. Der erste Bogen also. Es sind große Teile, die schnell ausgeschnitten und an den betreffenden Stellen geknickt wurden. Hier kommen wir auch gleich zu einer Besonderheit bei Conny. Die bedruckte Grundplatte kommt später mit der bedruckten Seite nach unten und man muss die Spanten daher auf der unbedruckten Seite positionieren und kleben. Das ist schwierig und ich ziehe daher mit dem Bleistift Hilfslinien. Mit einer Nadel steche ich sie durch das Papier und bekomme so die Anhaltspunkte für die Hilfslinien. Hier muss man auch sehr genau arbeiten, weil sonst später die Bauteile nicht mehr passen. Ungefähr 3 Stunden habe ich dafür gebraucht. Der zweite Bogen umfasst wieder einige Spanten und Teile der Grundplatte sowie ein Teil des Eisenbahndecks. Es sind große Bauteile, die schnell ausgeschnitten sind. Diese großen Teile verdopple ich zur Sicherheit immer mit Abfallpapier, das sich aus den Bauteilen ergibt. Das macht den Rumpf später widerstandsfähiger gegen Verformungen, die immer mal vorkommen können. Auch im dritten und vierten Bogen haben wir viele Spanten und Deckteile. Auch hier werden die großen Teile verdoppelt. Bevor ich sie dann weiterverarbeite, lasse ich sie über Nacht gut austrocknen. Die Anzahl der Spanten mag jetzt viele verwundern, aber sie haben ihren Zweck, wie ihr später sehen werdet. Insgesamt habe ich gute 4 Stunden dafür gebraucht. Mit dem fünften Bogen kommen wir an das Ende des Baues der vielen Spanten. Jetzt sind sie auch alle gut auf der Grundplatte festgeklebt und auch jetzt kann man gut erkennen, wie die bedruckten Seiten der Grundplatte liegen und wie wichtig es ist, für die vielen Spanten Hilfslinien zu ziehen. Warum hat Conny das so konstruiert? Das liegt daran, dass die Seitenlaschen der Bodenplatte hochgebogen werden und so mit der Farbe der Bordwand eine farbliche Einheit bilden. Die Spanten stehen hier teilweise noch krumm und schief, aber das ist im Moment auch noch unwichtig. Die Tube U, die immer mal wieder zu sehen ist, wird am Ende des Baus total ausgeknautscht sein. Das Ganze hat mich ungefähr gute 5 Stunden beschäftigt. Mit dem sechsten Bogen beginne ich mit den Aufbauten im Eisenbahndeck.
Das Deck selbst zieht sich über fast die gesamte Länge des Schiffes und der gesamten Breite. Für die Treppen, für die Aufzüge, für die Schornsteinabgase und die Frischluft müssen aber Durchbrüche her, die ich jetzt baue. Sie sind alle liebevoll bedruckt, obwohl sie nachher, wenn das Deck geschlossen ist und die Bordwände angebracht sind, nicht mehr zu sehen sein werden. Zu jeder Eisenbahnfähre gehören natürlich auch die entsprechenden Fahrzeuge. Die hier hatte ich schon vor einiger Zeit einmal gebaut gehabt und muss mir jetzt überlegen, wo ich sie hinstelle. Ich beginne jetzt nämlich, das Deck mit diesen vielen kleinen Teilen zu schließen. Das sieht erst einmal verwirrend aus, aber wenn man sich an die Nummerierung hält und Schritt für Schritt vorangeht, ist es gar nicht so schwer. Da von den Waggons tief im Inneren des Schiffes später nichts zu sehen sein wird, werde ich nur 3 Stück am Ende des Hecks positionieren, wo sie später dann auch zu sehen sind. Die Trelleborg war übrigens das erste Schiff im Ostseeraum mit 4 Gleisen nebeneinander. Durch das jetzt fertige Rahmengerüst ist das Modell auch schon deutlich stabiler geworden. Es war zeitweise eine fummelige Sache, für die ich gute 4 Stunden gebraucht habe. Mit dem 7. Bogen baue ich den Bugteil und erste Aufbaudecks. Da es große Flächen sind, verdopple ich sie erst einmal und lasse sie über Nacht richtig austrocknen. Mit dabei ist auch die Ankerwinde. Diese Teile sind bei Conny immer vereinfacht zu bauen, was aber auf die Qualität und dem Aussehen des späteren fertigen Modells keine Auswirkung hat. Wie die vielen kleinen Poller habe ich jetzt noch keine Lust. Die baue ich später. Es sieht gar nicht so viel aus, aber ich habe wieder einmal gute 4 Stunden gebaut, die wie im Fluge vergingen. Der 8. Bogen enthält wieder große Teile des Decks, die ich wie gewohnt verdoppele. Etwas schwierig sind die ersten beiden Teile der Bordwand. Für das bessere Aussehen sollte man diese schwarzen Flächen ausschneiden und mit dünnen Stützen versehen. So dünn aber kann ich Papier nicht schneiden. Daher nehme ich Heftzwecken, die ich mit der Zange so auf Länge schneide, dass sie genau in die Zwischenräume passen. Die Bordwand wird dann erst einmal zur Seite gelegt und ich klebe sorgfältig das Deck auf das Modell. In dem 9. Bogen sind die restlichen Bordwände enthalten. Da es sich um eine schwierige Bauphase handelt, lasse ich mir Zeit. Während bisher die meisten Bauteile später nicht mehr zu sehen sind, so sind dies die Teile, die später die Qualität des Modells entscheidend beeinflussen. Ich verdoppele die Teile und forme bereits vor und prüfe auch im Spantengerüst auf eine glatte Linienführung der Bordwände. Das ist und bleibt eine spannende Bauphase. Ich kann die Bordwände leider nicht an einem Stück anbringen, sondern muss die Decks, an die sich die Bordwände oben andehnen, erst einmal fertigstellen. Es sind jede Menge Bauteile und ich bin so aufgeregt, dass ich teilweise vergesse, zwischendurch einmal zu filmen. Auch muss ich aufpassen, dass ich kein Bauteil vergesse, an dem ich später, wenn die Bordwand angebracht ist, möglicherweise nicht mehr herankomme. Bevor ich mit den Bordwänden weitermachen kann, muss ich vorher die Brücke bauen, dessen Bauteile sich auf diesem 11. Bogen befinden. Auch hier wieder sind es große Bauteile,
und der Bau geht flott voran. Und endlich kann ich auch die Bordwand weiter ergänzen. Auch hier geht es weiter mit verschiedenen Ebenen der Decks. Die Relingteile sind beim Modellbau mit Papier immer problematisch. Für Hardcore-Modellbauer gibt es deshalb extra Relingteile zu kaufen, die, wenn man so will, durchsichtig sind. Die meisten Modellhersteller zeichnen die Relingteile auf weißem Papierhintergrund, so zum Beispiel die Modelle vom MDK-Verlag. Conny zeichnet die Reling auf schwarzem Hintergrund, was erst seltsam erscheint, später am Modell durchaus Sinn ergibt. Mit diesem Bugteil hier wird nun endlich auch der vordere Teil der Bordwand geschlossen. Auf diesem 13. Bogen befinden sich bereits viele Ausrüstungsteile, die erst später an die Reihe kommen. Ich konzentriere mich daher erst auf die Teile, die für das Schließen der Bordwand am Heck wichtig sind. Die Bordwand im Heckbereich ist offen, also einsehbar. Daher gibt es auch ein umfangreiches Programm mit Bauteilen, die vorher zu berücksichtigen sind. Am Ende aber kann ich endlich die Bordwand schließen und die Heckklappe anfertigen. Sie kann wahlweise beweglich gebaut werden, aber ich klebe sie fest ein. Mit diesem 14. und letzten Bogen beginnt die Ausrüstungsphase. Die Anspannung, die beim Anbringen der verschiedenen Bordwandteile vorhanden war, hat sich nun, da das Modell geschlossen ist und sich nichts verzogen hat, verschwunden und ich kann mit Ruhe und viel Zeit weitermachen. Ich beginne mit dem Schornstein, der aus 8 Teilen besteht, und fahre mit den vielen Rettungsbooten, insgesamt sind es 10 Stück, fort. Zusammen mit den Davids habe ich 2 Tage lang gut zu tun. Zwischendurch baue ich auch immer einmal ein paar Rettungsflöße, die aber nur anfangs an Bord kamen und später von den runden Rettungsflößen ersetzt wurden. Dann folgen die Masten, die ich auch langsam für den Bau vorbereite. Und dann baue ich für die hinteren Decks auch noch 2 Planen, die nicht im Bausatz enthalten sind und die vielleicht auch nicht historisch belegbar sind. Aber sie überdecken 2 Bauteile, die ich nicht so sauber hinbekommen habe. Und ganz zum Schluss kommen die Poller für den Bugteil. Eine Aufgabe, vor der ich mich lange gedrückt hatte. Wie man sieht, ist die Tube U nun wirklich am Ende. Damit ist das Modell fertig geworden. Diese Bauteile, die ich vor das Modell gelegt habe, sind Reserveteile, die Conny mitgeliefert hat für den Fall, dass etwas schief geht. Und diese Teile hier sind für eine Kaianlage, die sich ebenfalls auf dem Bogen befanden und die ich später vielleicht noch bauen werde. Hier ist nun das fertige Modell. In der letzten Phase des Baues hat sich solch eine Eigendynamik entwickelt, dass ich glatt vergessen habe, mir die jeweiligen Zeiten aufzuschreiben. Insgesamt aber kann ich sagen, dass ich dafür etwa 5 Wochen gebraucht habe. Jede Minute hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich ein bisschen davon in diesem Film mit rübergebracht habe. Noch ein paar Worte zur Trelleborg. Nachdem sie bis 1977 im Ostseeraum unterwegs war, wurde sie ins Mittelmeer verkauft und war dort bis 2003 im Einsatz. Im gleichen Jahr noch wurde sie dann in Indien verschrottet. Auf diesem Bild bin ich auch einmal zu sehen. Und hier bin ich bei der letzten Prüfung, bevor ich mit diesem Film anfange. Zufrieden ist man nie. Immer wieder finden sich Stellen, wo etwas nachgearbeitet werden muss. Aber irgendwann
ist auch Schluss damit. Und hier stelle ich die Trelleborg einmal der deutschen Warnemünde gegenüber, die etwa zur gleichen Zeit auf der Ostsee unterwegs war. Und wer weiß, vielleicht haben sie auch einmal genauso friedlich nebeneinander gelegen wie hier. Damit komme ich auch zum Ende des Berichtes. Ich weiß, er ist viel zu lang geworden. Ich bedanke mich, dass ihr es so lange ausgehalten habt und sage Tschüss und auf Wiedersehen.